Also Robin, das hier jetzt ist der schwerste, nicht vielleicht der schwerste, aber der wichtigste Spieltag, den wir diese Season haben werden, weil das könnte jetzt die Entscheidung auf die Playoffs sein. Deswegen frage ich dich jetzt, bist du bereit? Robin? Robin? Hallo? 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 Hallo Jeremy, was machst du denn hier? Ich tritt für den Robin ein, der ist gerade ohne. Oh. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder nicht mit Robin, auch wenn es nicht der dritte Spieltag hintereinander ist. Also es ist nicht der neunte Spieltag, sondern der achte. Aber diesmal mit Jeremy. Guten Tag, Jere. Guten Tag. Jere ist ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, der sich halbwegs auch mit Pokémon auskennt und hat jetzt, ich habe einfach gesagt, komm her, du hilfst mir jetzt. Und er hat gesagt, okay. Und deswegen sind wir jetzt hier mit meinem Robins Team Greninjas, das ihr mal wieder hier seht, mit unseren tollen 12 Pokémon. Ich freue mich, weil das ist ein sehr, sehr spannender Spieltag geworden. Weil, du weißt, jetzt haben wir die letzte Chance auf unsere Playoffs, wenn wir das gewinnen. Und ich will das gewinnen. Und ob wir es getan haben, kommt jetzt dazu. Denn ich blende jetzt einfach wieder nachträglich das Gegnerteam ein, weil ich jetzt ein bisschen darüber reden werde. Deswegen, einen Moment. Ja, so. Ich habe Angst vor Terrakium, Sylveon, weil das einfach ein gruseliges S-Tier ist. Dann deren Giga ist auch scary, einfach Feuerschwächen haben wir genug. Genauso wie das Thermopod, weil Feuerschwächen, ne? Duraludon ist einfach nur strong, muss man nicht mehr sagen. Celebi ist einfach auch scary gewesen, weil das ist Celebi, okay. Wir hatten einfach insgesamt Angst. Wir hatten halt auch Angst davor, dass das Ding vielleicht die Hornion ein bisschen viel Damage macht. Dann Pampros war halt so die Sache. Terrakium sehe ich da mehr. Snobillycat ist halt einfach deren schnellstes Mon, so ne, Alola Snobillycat. Habe ich aber jetzt auch nicht so krass gesehen. Wir hatten überlegt, ob die vielleicht Durkless mitnehmen, anstatt Duraludon, wegen dem Ghost-Type, einfach vielleicht, um gegen irgendwelche Sachen anzukommen, wie zum Beispiel ein Setup-Kramer mit Bodypress. Griftgon war halt auch in unserem Kopf, genauso wie das Flugviech für Defog und sowas. Und dann haben sie noch das Lapras, wo ich mir dachte, vielleicht nehmen sie es mit, weil sie denken, wir nehmen unser Lapras mit. Also wovon wir auf jeden Fall ausgehen, sind Terrakium, Sylveon, eins der beiden Feuermons, Celebi, eins der beiden Steel-Types und dann entweder eines der beiden B-Mons oder eines der drei C-Mons. Welches waren wir uns nicht ganz sicher. Wir gingen, glaube ich, aber am meisten ist von Nobilicat eher aus, weil es das schnellste ist in dem Fall. Ja, dann kommen wir einfach zum die Play, würde ich sagen. Ja. Dere. Welche Mons haben denn unsere Gegner dabei? Also, schon mal nicht nur billig hat. Sehr wichtig. Weil weniger Speed ist immer gut für uns. Weil auch dadurch Kniebel schneller als alles ist eigentlich, glaube ich. Wobei, soweit ich weiß, ist Kniebel so schnell gewesen, wie es nur Billy Cat. Das heißt, Nibel ist auch schnell genug. So, dann sehen wir. Obwohl ich es nie genutzt habe. Die Fresse. Monte Carbro, Felinara, Duraludon, das Flugviech, Celebi und Terrakion. Das Phasersnob, okay. Ah, okay, Phasersnob. Tut mir leid, ich kenne den Namen nicht. Fünfte Generation ist die beste Generation. Wie gesagt, wir haben vieles gesehen. Ja, okay, deren Giga war halt dabei, fanden wir okay so. Ich weiß nicht, ob ich sogar mehr Angst vor Santicroc gehabt hätte, also vor Thermopod. Aber Felinara war klar, dass es mitkommt, Terrakium und als C-Type haben sie dann diesmal das Duraludon mitgenommen. Wir kamen mit einmal unserem Turtok namens Aqua, unserem Rotom Heat namens Kazuma, unserem Kramon namens Excepidon!
Dann kam unser Rihornia namens Golddigger Huso. Unser Bunnelby mit dem Namen Tanks Aegis for TPL, weil wir hier gerade auch nebenbei gegen die Aegikarier spielen, wie es wahrscheinlich. Ah fuck, ich hab vergessen den Namen zu sagen. Ja, das ist übrigens Aegikarier von Gripen und Dairon, ne? Ich bin heute ein bisschen verpeilt, weil ich bin 2 Stunden zu Hause und hab nur Paper Mario gespielt. und dachte mir jetzt nur so. Nein, Let's Play kommt nicht. Das spiele ich privat. Ja, dann, wie gesagt, hatten wir Fangs Aegis for TPL, weil die beiden hatten die TPL zusammen gegründet, beziehungsweise halt organisieren die ganze Sache. Und dann haben wir noch Darkness als unser Sneebel. Ja, die Sets, ganz simpel. Sneebel war ein Life Orb Full Attack Set mit Low Kick, Poison Jab, Icicle Crash, Knockoff. Dann hatten wir ein Sash. Bunnelby mit Quiver Dance, Moonblast, Bug Buzz, Psychic. Rihornia war Assault West mit Dragon Tail, Iron. Dragon Tail, Heat Crash, Stone Edge und Earthquake. Kramor haben wir diesmal nicht Setup gespielt. Und Kramor war ein ganz chilliges Brave Birds, Iron Head, Roost Defog Set mit, wenn ich mich nicht irre, das Ding hatte Leftovers. Ja, das müsste Leftovers gehabt haben. Und dann hatten wir noch ein Rotom Heat mit Heavy Duty Boots, Nasty Plot, Thunderbolt, Volt Switch und Overheat. Und dann unser, ich finde mal, kreativstes Set auf unserem Turtok. Das wäre dann ein Scarf Turtok, welches ein Stability-Cat outspeedet. Mit ein physisches übrigens, physisch-offensives. Mit Liquidation. Glaube. Oh Gott, warte. Liquidation war Earthquake dabei. Ich weiß es nicht. Iron Tail. Und. War der letzte Move. Ich glaube Ice Punch oder. Auf jeden Fall eine. Ich glaube die Eisattacke war es. Ja. Ja, Jerry. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach direkt mit dem Kampf an. Wir sind nämlich hier dann direkt mit unserem Turtok geleadet. Rein, Sylveon kommt rein. Machen es mal ein bisschen aufs Low. Quite useless though. Direkt Iron Tail gedrückt gegen das Ding. Haben gezeigt, dass wir kein Shell Smash haben. Und sehen halt, dass es nichts bringt, mit dem Ding drin zu bleiben. Gingen wir also raus auf Torf. Weil wir uns sagten, vielleicht kommen wir dagegen ein bisschen an. Haben auch gekalkt, das Ding ist physisch defensiv gewesen diesmal. Die protecten halt, wir haben einfach Iron Defense gedrückt, weil wir es halt als logisch empfanden, weil wir dachten, vielleicht Iron Defense. Iron Heads, tut mir leid. Iron Head haben wir dann nochmal gedrückt, die drücken Mystical Fire, sehen, dass es eigentlich gar nichts macht, gefühlt. Also die machen uns auch kaum Damage. Die drücken jetzt hier Wish, wir drücken wieder Iron Head. Und jetzt kommt ein kleiner Missplay von uns, glaube ich. War das jetzt schon oder erst danach? Jetzt kommt ein kleiner Missplay. Wir haben Robin hat aus Versehen wieder auf das Rihornia gedrückt. 3 Spieltage haben wir es geschafft, keinen Missplay von Robin zu sehen. Diesmal schon wieder. Egal. Sind wir mit dem drin geblieben, haben halt gedacht, okay, vielleicht kriegen wir das hin. Macht uns auch nicht so viel Schaden. Wir drücken jetzt einfach Earthquake einmal. Und gehen jetzt hier auf einen Stone Edge Crit. Ist halt nicht passiert, es hat aber wenigstens getroffen. Sind dann jetzt hier auch auf Korf gegangen, weil wir jetzt gesehen haben, das ist jetzt die beste Chance, wieder auf Korf zu kommen. Die kriegen jetzt hier den Protect raus, beziehungsweise das bringt halt nichts, wenn sie protecten, sie hätten die durch eh rausbekommen. Und wir gehen jetzt hier weiter auf Iron Head. Iron Head kommt, die wischen. Ne, die drücken Mystic Fire, stimmt. Jetzt wischen sie. Das Mystic Fire bringt doch eigentlich gar nichts, wenn ich die ganze Zeit Iron Head use. Ich weiß. Aber sie drücken Wish halt wieder, weil sie müssen halt irgendwie das Ding damagen. Sie haben nur eine Feuerattacke gegen das Ding dabei. Und die drücken Protect übrigens, wir sind speziell defensiv, deswegen macht es auch so wenig Schaden. Wir drücken dann Brave Bird, um Iron Head PP nicht zu verschwenden. Und drücken dann jetzt hier nochmal
Iron Head und die gehen raus auf ihr Monte Carlo. So. Hier kannten wir halt dann die Gedanke, yo, wir gehen direkt raus auf Rihonio, weil Rihonio kommt eigentlich gegen das Ding gut klar. Die gehen halt in ihr Giga, setzen halt Max Flair ein, Sonne ist damit draußen und wir sind einfach auf Earthquake gegangen. Wir wussten, dass von denen ein Surf kommen könnte, Max Surf, aber der würde mit der Sonne noch weniger Schaden machen. Sodass uns klar war, dass wir eigentlich dieses 1v1 gewinnen müssten. Kam der Max Quake. Hat uns ein bisschen überrascht, aber wir sehen, dass wir schneller sind und wir nicht killen. Deswegen gewinnen wir dieses Matchup und kriegen unseren ersten Kill auf Rihonio. Let's fucking go. Wir haben Kill auf Rihonio wieder. Unser Killgetter, Alter. Dann kam das Celebi rein und wir dachten uns erstmal, wir gehen auf Rebomb, wie vielleicht Quiver Dance drücken können oder sowas. Oder es halt mit Bugbass rauskriegen. Stealthrock kommen und wir sehen halt, okay, wir drücken Quiver Dance. Wir können uns setupen. Wir gehen auf Sylveon raus und wir sehen, okay, wir können uns zweimal mit Quiver Dance setupen. Und wir wissen auch, Mystical Fire von denen dürfte jetzt kaum Damage machen. Und zu dem Zeitpunkt war es einfach nur so, oh, das macht wirklich wenig Damage. Dazu macht der Mystical Fire keinen Spätz Attack Drop, weil shit das. Bedeutet, wir können einfach gemütlich weiter angreifen, das Ding rausnehmen und eigentlich steht nichts mehr Bundaby im Weg, denn das der zweite Kill auf Bundaby. Double Kill. Der dritte Kill auf Bundaby. Hätten die das Power von früher reingenommen, dann hätten die es vielleicht noch geschafft, ne? Der vierte Kill auf Bundaby, trotz Anti-Käferbeere. Und wir schaffen es tatsächlich, 6-0 zu gewinnen. Playoffs, wir kommen. Wir müssen weiter so machen. Dieser Kampf. Holy, Alter, das ging zu perfekt. Also, das Bundaby, Props an Robin, er hatte die Idee mit einem Setup Bundaby. War einfach geil. So, ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen, so einfach durchzugehen. Das war... Eieiei. Wir waren einfach wirklich froh. Oh ja, wir haben auch ein bisschen auf Jerry gehört. Nein, ihr habt gar nicht auf mich gehört. Ja, bin ich. Aber GG an die EGs. Ihr habt trotzdem super gut gespielt. Es war einfach so scary, dieses Felinara. Ich hatte einfach Schiss davor, dass irgendwas auch dabei hat, was uns Damage macht. Ich war froh, dass wir gut gegen den Mystical Fire klarkamen mit beiden Mons. Mit Korf und mit Bunnaby. Das hat uns halt jetzt den Arsch gerettet. Steht das, hat uns den Arsch gerettet. Hätte ich die falsche Fähigkeit mitgenommen. Heieiei. Robin hätte mich umgebracht. Ja. Und das war ein recht, recht kurzer Spieltag. Wirklich. Ja, mehr kann man nicht sagen, ne? Ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch gesagt werden kann, außer schaut bei den anderen TPA-Teilnehmern vorbei. Lasst gerne was Positives da. Ihr könnt auch gerne bei mir auf Twitch vorbeischauen. Es kommen bald wieder Breath of the Wild Highlights, weil ich jetzt am Freitag, also heute bei mir jetzt, Breath of the Wild wieder gestreamt habe. Hey. Ja. Nächsten Spieltag. Stream halt Breath of the Wild, ja. Achso, ich hab gerade gedacht. Ah, das kommt ja am Sonntag raus, ne? Ach, ich hab das Stream schon verpasst. Nee. Nächste Woche geht's dann gegen Cool Pixie ran. Wird ein hartes Match, weil es wird jetzt alles ein hartes Match, weil wir jetzt eigentlich. Wir kommen safe in die Playoffs, wir kommen mit einer guten Wahrscheinlichkeit in die Playoffs, wenn wir jetzt nicht mehr verlieren. Also eigentlich dürfen wir jetzt nicht mehr verlieren und es müssen ein paar Niederlagen bei den anderen passieren, die mit uns jetzt gleich auf sind. Dann sind wir eigentlich in den Playoffs. Wir haben es noch nicht aufgegeben, aber die Chancen stehen immer noch nicht gut. Aber das ändert nichts daran, dass wir in diese Playoffs wollen. Wir werden es schaffen. Vertraut mir. Wir schaffen das irgendwie. Ich bedanke mich dann fürs Zusehen. Bis dahin. Bis nächste Woche. Ciao.